Ja, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Forest hier bei mir auf dem Kanal. Und heute geht es ganz klar um Bäume immer noch. Und ich werde durch einen Baum sterben sogar. Mehrfach, muss man dazu sagen, leider. Ja, die sind sehr gefährlich geworden, die Bäume. Aber das seht ihr dann selbst im Video. Das ist, ja, das ist nicht so schön. Ja. Ansonsten werde ich Mutti noch einen Sack voller Stöcke bringen, wie sich das gehört, als Gentleman. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei dem Video. Wer es noch nicht getan hat, lasst doch mal einen Daumen da oder folgt mir bei Twitch oder folgt mir hier bei YouTube. Und dann könnt ihr sehen, wenn wir live gehen oder wenn wir ein neues Video veröffentlichen. Und dann sind wir alle eine große Community und das freut mich persönlich sehr. Und es macht mir alles sehr viel Spaß. Und wir sehen uns dann am, nicht am Ende. Nein, wir sind jetzt nicht am Ende, das habe ich dann gecancelt. Keine Endcard mehr, sondern nur Intro-Card. Und dann sehen wir uns im nächsten Video in der Form und den Vergangenheitsmenschen, den seht ihr jetzt. Und seine Crew. Und dann viel Spaß. Gut, ich hab Stöcker. Ich hab einmal und einen Sack voll Stöcker. Das klingt falsch, ist aber so. Und ich, du brauchst kleine Hundewelpe. Ist klar. Roll, kleiner Baumstamm. Was? Oh, die kommen ein bisschen runter. Also. Ja, deswegen, ich bin gerade dort. Ich wollte die mal extra ein bisschen weiter vorne hin, damit die auch schon was drin hat. Was? Ach so, das ist. Was? Das ist das Reh. Ein Reh in so einer natürlichen Umgebung. Ja, ich hab's gehört. Wo ist mein spitzer Stock? Wo ist mein Speer? Ich hab's gerade gefragt. Ey, wenn du die triffst, wenn du die mit dem Speer triffst, dann sind die voll stunned, die Viecher, Alter. Dann wechselst du auf die Dings und dann gibst du dem voll eine mit. Voll eine in die Fresse, ey. Kleines Drecksreh, ey. Du. Ich hab ganz viel Rehhaut in der Tasche. Was kann ich denn machen? Na. Rüstung auf uns aufteilen, okay. Bitte schön. Nein. Ja? Oh. Nicht nett. Nicht nett. Überhaupt nicht nett. Oh, nicht nett. Nicht nett. Nicht nett. Stimmt. Nicht so nett. Ja, wie immer. Ich weiß nicht, kann man da nicht was anderes draus machen? Das müssen wir eruieren. Wenn man nicht was anderes draus machen kann, kannst du haben für deine Verrüstung. Hat jemand zufällig noch eine Karnickelhaut zum... Nein! Oh Mann, hat jemand gerade Zeit zufällig? Ist jemand hier oben? Warum? Ich würde dir vier Rehhäute dafür geben. Nö, du. Der scheiß Baumstamm, Sven ist auf dem Weg zu dir. Sven versucht gerade sein Leben zu retten. Ich seh dich. Hinter dir ist ein Schwein. Hinter mir? Ja, das blutet schon. Kann man auch mich wiederbeleben, vielleicht? Ja, warte, ich komm hoch. Wenn ich jetzt wegen dir sterbe, ja. Dann bist du aus einem guten Grund gestorben. Ne? Aus einem guter Grund. Dann bist du für eine gute Sache gestorben. Wie komm ich hier hoch? Rumlaufen. Aber du musst dich beeilen, es ist schon halb. Sven, bist du hier oben, Sven? Nee, Sven ist ja wieder weggegangen. Oh, Steffi, du musst so. Ja, du musst ganz schön rumlaufen, aber ich hab noch halbes Leben. Also halben. Das schaffe ich, das schaffe ich eben auch geschafft. Ausdauer mehr. Ey, lach, denn das nicht schaffst, das Mutti schafft. Oder was? Sehe ich das? Alter, du kannst dir den Schlitten richtig Spule geben, ey. Oh, das war echt knapp. Vielen Dank. Wo ist jetzt meine Rehhaut? Wie gebe ich mir die? Nein, behalte. Ja, so ging das, gell? Ich will auch runterrollen lassen. Runterrollen lassen? Oh Gott. Ich bin hinter dir. Ich bin hinter... Mutti. Also in so einem lassiven Ton, ich bin hinter dir. Ich bin hinter dir, Sven. Schau dich um. So eklig. Was denn denn? Wo bist du? Also das lässt tief blicken. Wenn sie das nicht merkt, dann, na gut. Nee, dann ist er ja. Ja, weil ich gerade sagen muss. Mach Stöckchen mit, Steffi.
Hol Stöckchen, Gabi, hol Stöckchen, los. Hol Stöckchen. Na komm mal her. Put, 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 hä? Ich weiß, früher ging das schon. Also konntest du mal dagegen springen, dann ist er umgefallen. In die Richtung. Es ist tot. Echt? Das Schwein nimm's ist mit, tot. Nimm's mit. Ich hab auch vier Fleisch schon. Dann mach ich doch. Kriegst nicht mein Fleisch. Nein! Oh, ist das eklig. Kannst du mich mal nie wiederbeleben, bitte, bitte, bitte. Nein, nein, ich bin nie fallen. Schau mal bitte! Ich muss mein Fleisch erstmal suchen hier. Das geht gar nicht tot zu machen. Das muss da stehen. Das muss da stehen, da muss heute da stehen. Oh, sag mal, wie kann denn das passieren? Lol. Du brauchst ja, eine Krankenschwester. Sven, wo ist meine Krankenschwester, Mann? Die baut das Baumhaus und das Floß. Krankenschwester Orgi. Killer oder Krankenschwester? So. Oh, guck mal, hier ist ein Kopf. Oh, bist du ich süß. Oh, ist das niedlich. Guck mal hier. Hast du schon mal gesehen? Na, den, aber den Kopf. Oh, so guck süß. Mal. Kannst du eine Trophäe? Oh, der schielt ein bisschen. Ne? Sieht aus wie so ein kannst Baby. Du kannst eine Trophäe draus bauen. Was? Aha. Ja, sie ist ja schön. Weiß. Ja, Nimm ein Stöckchen mit. Aber Fleisch, wir haben Fleisch. Ich hab auch einen Satz Fleisch. Oh, das. Du kriegst aber nicht mehr auf, du kriegst nicht mehr eine Tasche, da musst du rum aus. Oh, es ist aber nicht tot. Das ist voll cool mit dem Baumstamm runterschubsen, das ist so intelligent von uns, echt. Trau ich uns gar nicht zu, sowas. Ja. Vor allem dir nicht. Wieso denn, das scheiß Baumstamm? Früher waren die nicht so brutal, die Baumstämme. Ich kann keine ganz entspannt Stöckchen dagegen mehr aufnehmen. So, siehst du? Ich kann auch keine Stöckchen mehr aufheben. Hallo? Ja, ganz entspannt, deswegen 3000. Ja, das früher ging das, ich weiß nicht, was das ist, aber immer. Hier, Mutti, pass auf. Rolle, rolle, rolle. Rolle, 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 mein. Wie geht das Lied? Rolle, rolle, mein Reifen. Ja, genau. Sven kennt sich aus als Horror. Oh. 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 Oh Gott, ich fall selber nach unten. Ups. Baumstammreiten ist essentiell hier. Ich verstehe nicht, warum das nicht mehr geht. Ein Reh ist neben mir gesprungen. Nee, das musst du musst die Rehe stunnen mit dem Speer. Retten, guck mal, da ist rennt weg. Und wenn du mit dem Speer machst, dann rennst du nicht weg. Ich hab aber keinen Speer, weil... Du hast so... Du hast Sven dir weggenommen. Ja, böse Sven. Schimpf böse, nachher auf der mit Sven. Den Speer. Mutti, pass auf, hier kommen noch ein paar Baumstämme. Ja, du kriegst auf den Kopf jetzt. Ey. Der böse Bube. Ja. Böser Bube. Oh, schön, nein, ich fall runter. Dann, dann frag gleich mal das Fleisch. Oh, bin dabei. Bin ich unten. Warte, Mutti, warte, warte, warte. 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 Da darfst du das Stück tragen. Bist du dabei? Ja, ich hab ganz viele Stöcke. Nein! Ich hoffe, die mich hier reinmachen kann. Was? Ah, also ich hätte ja... Könnte mal jemand hochkommen? Okay. Mal, ich bin oben. Muss ich mal wiederbeleben. Ja, ich stehe gerade genau neben dir, Alter. Ich brauche hier eine amtliche Krankenschwester mit den Bäumen, das ist echt kacke. Alter. Der ist schon wieder, also innerhalb von 5 Minuten noch. Guck mal, der hängt auf dem Baumstamm, Alter. Wo soll das jetzt hin eigentlich? Was soll das entweder Floß oder parkst das mal oben. Wozu brauchen wir jetzt eigentlich nur das Floß? Wir brauchen es immer noch nicht, aber das ist cool. Ja, gut, danke. Bist du da? Jo. Das, die sind echt so gefährlich geworden, die Baumstämme, das gibt's nicht, ey. Krass. Aber in irgendeinem Spiel war das schon mal, wo wir von den Baumstämmen erschlagen wurden. Wo war es bei 7 Days? Nee, das war irgendein. Nee, 7 Days war es nicht. In irgendeinem Spiel war das. Das stimmt. Verstehe ja, warum das so. Das diskutieren wir doch schon. Das war das nie das Spiel, glaube ich. Oder so. Oh, ich spring nicht mehr dagegen jetzt, ey. Das ist einfach fallen. Du kannst nicht mehr steuern, gell, weil du hast Angst, dass du getroffen wirst. Echt, ein Stuhlgang. Aber wir haben einen Baumstamm-Rewuchs dabei. Das ist gut. Ja, das hat es zur Folge gebracht. Ne? Oh, wir brauchen übelst viel. Nee, und nicht so viel ist es gar nicht mehr, hä? Nee. Ich komm ich hab noch, hab ich noch, Mutti? Ich hab auch noch Stimme. Ja. Hab ich noch welche an der Hand? Ja. Warum kann ich die nicht setzen? Die fertig, wir brauchen nur noch Stöcke. Und Stöcke habe ich auch. Baumstämme sind fertig, echt? Hier rein. Ach Quatsch. Echt? Ja. Hä, ich hab doch Stöcke gesammelt.
Warum zeigt's? Und die habe ich schon gesetzt. Wie ist das Wildschwein, immer so im Dings gebackt hat? Das ist ja krass. 24 haben wir gesetzt. Und Stöcker und Baumstämme. Ja, Stöcker. Baumstämme sind echt? Fertig. Aber ich sammle jetzt trotzdem noch welche, weil wir brauchen die auf jeden Fall, oder? Ja. Obwohl Stöcke, wir haben die. Ich habe hier eine Tasche. Einen Sack voll. Also eine Tasche voll. Naja, toll. Hm? Warte, Elf, warte. Trifft das nicht, das. Bist du? Ja, ja. Hier oben noch. Hast du das Auto mit, oder? Ja, ich habe einen Wagen hier oben gebaut. Sollen wir da reintun? Die Stöcke reinschmeißen. Okay, bin drin. So. Jetzt haben wir hier Stöcke. Ja, mach mal voll den Wagen mit Stöcke. Das ist eine gute Idee. Alter. Nein! Ah, fuck! Ah! Nee, nee, aber ich bin hier oben. Ah. Jetzt hab ich die Stöcke oben abgelegt. Was bescheuert das ist. Aber ich hab das Fleisch. Ich kann schnell das Fleisch braten. Braucht jemand etwas zu essen? Oh ja. Ja, ich bin gerade vom Grill. Vom Grill. Wisst du, was die Weiber hier machen, dann Zelt? Was, bitte? Vom Grill und wärmen sich. Alter, wie viele Stöcke da reingehen? Ich meine, so viel ist, was auffällt, glaube ich. Oh, ich bin voll. Ich auch. Jetzt brauchen wir noch die Stücke, dann ist das Fleisch fertig. Ja, was hatten wir gegessen? Das ist alles noch drauf, das Fleisch, was ich draufgelegt habe. Ich habe zwei gegessen. Eins. Eins hat gereicht. Dann haben die noch draufgelegen. Echt, vielleicht doch besser hätten wir irgendwo einen richtig tiefen Wald. Ja, ich glaube nicht, Sven. Aber ich werde gerade gesehen, ich glaube, jetzt irgendwo sind hier Eingeborene. Brauchst du was zu essen, Sven? Pöbel steht ja eine Wassertrug da oben. Ja, das Bug. Das Bug. Ja, ich hab vorhin auch, ich wollte was trinken, da bin ich da hochgeflogen. Bis dahin. Wo siehst du das, ob du gesehen hast? Ich crouche, da habe ich so ein Symbol in der Mitte, wie bei Seven Days. Steuerung. Steuerung. Warte mich hinhocken. Wie bei Seven Days. Hm? Ah, okay. Wir rollen noch Stämme. Guck doch mal in deinem Buch, Steffi, was meinst du denn, was jetzt noch wichtig ist, was wir brauchen? Ja. Warte, ich guck gleich. Irgendwas ist hier. Echt? Ja. Ja, ich höre was. Nicht, dass sie von oben runterrollen. Ne, oben sind wir eben gewesen. Hat man gesehen. Oh ja. Wo? Drei Stück. Hier, wenn du die Klippe hochgehst. Okay. Waldrand. Also, von euch weit weg. Boah, ich wirst schon gemeckert im Chat. Bäume fällen, du bist ja nicht im Urlaub. Was? Ja doch, ich mache hier Survivor-Urlaub, Mann. Von Ark. Geil, so hätte man es nennen sollen. Ja, Urlaubsdings. Das Buch gucken, was ist ja noch wichtig? Ein Steg brauchen wir nicht. Ich guck gerade. Gartenhammer. Einen Garten haben wir, ne? So ein paar Hasen. Ja, Wassersammler haben wir auch. Hasenkäfig ja. Haben wir auch. Trocken. Ein Garten. Wir haben ein Beet. Ja, das heißt aber Garten. Aber wir wissen noch nicht, wie es geht, Sven. Das muss man dagegen halten, gell? Kleiner Schrank, vielleicht sowas oder so. Ne, wir bräuchten mal eine größere Hütte erstmal, wo diese kleinen Schränke vielleicht reinstellen können. Oder wir stellen das raus, ein Knochenkorb, Felllager. Ein Felllager. Stimmt, ich habe auch einen Fell in der Tasche. Und diese Blockhütte mit 82 Baumstämmen. Aber das ist natürlich sehr blockig, gell? Ja. Sehr blockig. Mega ist hier nicht. Eigenes Dach, eigenes. Oh. Oh, ein Pavillon. Hier gibt's ein Pavillon, Alter. Ein offener Pavillon. Brauchst du immer so viel? 30 Baumstämme. Echt? Und 60 Stöcke. Wo sind der? In welchen? Da ist hier bei freies Bauen in der zweiten Kartei. Ja, in der zweiten Kartei. Freies Bauen, Boote.
Oh, eine Felswand. Du kannst hier auch Felsfaden sowas machen. Oh, cool, vielleicht kann man irgendwas machen, um da hochzugehen auf den Felsen. Das wäre gut. Baumhaus, alpines Baumhaus. Mm, das ist cool. Baum, okay, das kenne ich cool. schon. Ah, dass du aus Stein was machen kannst. Wo ist ein freies Bauen bei dir? Notizen. Na, das ist der Fisch. Neben dem Fisch kommt das mit dem Pfeil und dann daneben das. Das Blaue. Das ja, ja, ich sehe. Oh, cool, oder? Mhm. Loch. Ein Kran. Ja. Lochsäge. Und eine Seilrutsche. Überleg mal eine Seilrutsche von hier bis runter. Das wäre cool, die Idee zum Beispiel. Ich stehe auf Baumhäuser. Baumbrücke, ey, wie geil, Mann. Stuhl. Wie ist das für Stuhl und alles sowas? Oder da gibt es eine Toilette, klar. Du möchtest ja erstmal ein größeres Haus. Was? Aber da muss eine. Für Stuhl. Oh, eine Feuerstelle. Ich möchte eine Feuerstelle haben. Knochenstuhl ist so übelst cool. Und es gibt auch eine Couch. Aber ein Knochenstuhl, das. Ja. Jetzt dreht's. Der sieht ja richtig toll aus. Auch die Feuerstelle sieht total toll aus. Aber wir brauchen erstmal die Seile. Was? Brauchen wir erstmal. Ein Kopftrophäe. Echt? Ich hab zwei Seile. Oh, hier gibt's einen Kronleuchter aus Knochen. Und ein Vogelhäuschen. Setzen sich da die Vögel drauf und kann man die dann. Was kann man mit diesem Kran? Was kann man mit diesem Kran machen? So. Fertig. Echt? Na, bestimmt die Baumstämme oder sowas. Hey, das Ding ist fertig, das ist los, Digga. Oh, ist ja geil. Mit Paddel, ey. Echt? Oh, geil. Wenn du E drückst, kannst du lospaddeln. Ein Boot, hier mal retten. Oh, cool, Mann. Das ist ja richtig geil, gell? Dass wir zwei Leute haben oder was zum Paddeln. Und was passiert jetzt das mit einem Hai? Weißt du was, warum haben wir eigentlich das Piratenspiel noch nie zusammen zu viert gespielt? Mutti kann es nicht spielen, weil die kein Windows 10 hat. Das ist der Problem, das muss man. Mutti, wir müssen gleichzeitig drücken. Auf 3. Linke Maustaste. Was muss ich drücken? 1, 2, 3. Okay. Los. Wir drehen. Total geil, wir drehen sind frei. Drückst du, Mutti? Nee, einer muss nur, oder? Wenn ich nur drücke, dann geht's nur in eine Richtung. So, wir sind da. Ist ja blöd, wieso geht das nicht, oder? Warum drehst du dich so im Kreis? Okay. War das Lenken irgendwie? Du kannst drücken, also du so, kannst so rechts. Ständig drücken. Wenn ich beide sein kann, ich nicht drücken. Achso, jetzt drücke ich die rechte Maus, drücke immer die linke. Ich drücke die rechte, also geht's alles. Alles klar. Oh, da, guck mal, am Strand ist es, da, am Strand. Das sind Eingeborener, sind drei Eingeborener. Warte, lass mich kurz den Stinkefinger zeigen. Oh, bist du doof, die kommen auf uns zu, Rand. Warte mal, bleib mal stehen, bitte. Ne, die können eh nicht. Und so können wir Seile holen von dem Boot. Ich sehe gar nicht. So dunkel. Jetzt bleiben wir hier so lange, bis es wieder hell wird, ja? Das ist natürlich sehr unsch. Können wir Lagerfeuer bauen? Irgendwas? Ich hab nichts mehr dabei. Glaub ich. Ne, ein paar Steine habe ich. Ich hab auch Steine. Stücke hab ich irgendwie auch. Oder? Und ein Fell. Und noch ein Fell. Ein Wildschwein. Altes Leder hat's dabei, geil. Und Federn. Und 30 Federn. Da stehen 30 Federn. Oh, Alter. Hat das gehört? Oh, widerlich. Was denn? Hm, hört man nicht. Wir haben noch, 4 Stöcke brauchen wir. Zufällig. 4 Stöcke. Oh, schön. 2 Stöcke. Oh, bitte. Stücke. Steffi? Nein, echt? Wirklich? Hat zufällig jemand von euch am Strand 2 Stöcker? Ja, jemand vielleicht fragen. Irgendein Eingeborener? Die komische Kiste steht noch vorne. Ja, aber hier. Das findest du nicht im Dunkeln. Das Ding steht vorne. Klar. Da vorne ist es doch. Da ist da das große Fähnchen. Ich rette uns. Du blind Huhn. Vor allem sieht Dave aus. Ist das Dave? Ja, Dave sieht total aus wie. Es hat ja graue Haare. Guck mal, Mutti. Du bist schon in die Jahre, in die Wechseljahre gekommen. Ich hab mich noch gut geheilt. Mit deinem Rucksack.